Oh mein Gott. Und da liegt Ethan. Und sie spannt da einfach mal rein. Hallo Ethan. Geht's dir gut? Er hat so viel Blut verloren, dass er wahrscheinlich einfach zusammengekracht ist. Komm schon. Komm. Wir müssen hoch mit dir. Hoch. Ab ins Bett mit dir. Feierabend. Und? Nicht fallen lassen, sondern vernünftig hinlegen. Okay. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Ihm helfen. Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Erklärung? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Das ist eine gute Frage. Was können wir da machen? Ihre Arme sehen schlimm aus. Sind sie auch. Ich desinfiziere die Wunden. Was ist da? Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Keine Angst. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ich wollte sie jetzt nicht, ne, überfallen, aber ne, das Shirt, das muss weg, du. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Alter. Heftig. Sie haben sehr hohes Fieber. Zum Glück gab es ja auch irgendwelche Fiebermittel. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Gut, stehen wir mal auf. Gehen erstmal hier ins Badezimmer und holen hier... Warte mal. Konnte ich mir hier den Schuhkarton tatsächlich angucken? Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Ethan. Ich habe noch nie etwas so Schlimmes gesehen. Wie ist das passiert? Das wird er dir vielleicht erzählen. Er glüht. Er hat Fieber. Medizinschrank. Er braucht erste Hilfe. Im Medizinschrank müsste alles Nötige sein. Und behandeln. Okay. Als erstes ruhig bleiben. Ich könnte erste Hilfe leisten. Ja. Achso, diesmal nimmst du alles, was du finden kannst. Das ist gut. Haben wir auch Kühlmittel oder so was? So eine Kühlsalbe? Jetzt beeilt sie sich plötzlich. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für sie tun kann. Brandsalbe, Desinfektionsmittel, Verbandzeug. Erstmal die Brandsalbe. Brandsalbe? So. Erstmal da vorne aufschmieren. Das hier sollte helfen. Ich hoffe doch. Dann das Desinfektionsmittel. Für die ganzen offenen Wunden. Die Hose muss auch weg, Ethan. Das weißt du, ne? Das hat sie natürlich bisher noch nicht gemacht. Machen wir hier. Nichts für Brandwunden. Okay. Das ist ein Desinfektionsmittel. Sorry.
Ich dachte, da muss ich auch nochmal desinfizieren. So gut kann ich mit. Alter. Wie schlimm das aussieht. Überall ein bisschen tupfen. Ich habe alles desinfiziert. Gut, dann verbinden wir das ganze Zeug mal. So viel Verbandzeug haben wir gar nicht, aber was soll's. Was muss, das muss. Komm. Wir drehen da mal ein bisschen rum. Das wird schon irgendwie. Okay. Und was haben wir noch? Aufrecht halten. Wahrscheinlich, damit ich hier seine Brandwunde da verbinden kann. Und er sagt immer noch keinen Ton. Obwohl er anscheinend so ein bisschen bei Bewusstsein ist. Und sich krümmt vor Schmerzen. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Nur die Medikamente? Willst du die ihm nicht geben? Hätte ich die ihm zuerst geben sollen? Wusste ich ja nicht. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Erinnerung, keine Wahl, Erinnerung. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Die Wahrheit? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Erklärungen. Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich Sie so antreffe. Es ist, als würden Sie ständig um Ihr Leben rennen. Was ist los, Ethan? Hypothese. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Ich will nur helfen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Okay. Können wir wieder als Ethan
unsere Aufgabe Nummer 3 entgegennehmen. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? Was für ein Opfer. Ich bin doch schon ein Opfer. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas... etwas in seinen Augen. Als wäre... nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Das werden wir schon von unserer... keine Ahnung, Ex-Frau angeklagt. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Gefühl des Psychiaters ansprechen, mit dem Psychiater hartnäckig sein, Psychiater überzeugen. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Tut mir leid, ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Mit Psychiater reden. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Gefühle des Psychiaters ansprechen. Das Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, beruhigen wollte ich eigentlich. Lassen Sie mich. Aussage verpflichtet. Sie haben dazu kein Recht. Das, was der macht, ist echt zu viel. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Was? Kein Recht. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. Ich rette ein Kinderleben. Verdammt! Verpissen Sie sich! Drohen? Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie den Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich.
krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Da 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 da.